Schaut mal, was ich heute hier anhabe. Das ist ein ganz wunderschöner Anhänger, so wie ich finde. Ja, und den habe ich dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Herzenspartner. Und den trage ich heute einfach mal zu Ehren zu diesem Video. Und wenn ihr jetzt im Hintergrund das betrachtet, seht ihr vielleicht, dass es um die DNA geht. Da sieht man so die DNA-Stränge, wie sie sich also so winden und drehen. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Und wenn du mehr Botschaften und wichtige Mitteilungen, Energien aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn dann wird dich YouTube sofort informieren, wenn wieder ein wichtiges Video und eine wichtige Botschaft von der geistigen Welt übertragen wird. Auf jeden Fall verpasst du so nie mehr etwas, was gerade für diese Zeit sehr essentiell ist. Heute geht es um die DNA und ich habe also von der geistigen Welt die Botschaft bekommen, ich sollte unbedingt mit euch die DNA reparieren bzw. in den oder aus den Herkunftsfeldern unserer Herkunft, aus den Smarana-Feldern von Gottes vollkommener Liebe, dort an den Urzustand, dem idealen Lichtabdruck eintauchen und die DNA zu reparieren. Das ist besonders wichtig, gerade jetzt, wo die Zeit sich ja so sehr ändert und wir uns für den Aufstieg vorbereiten. Und je besser wir also geheilt sind, das gilt jetzt nicht nur für die DNA, das gilt also auch für alle anderen Blockaden im emotionalen und mentalen Bereich, ganz klar. Aber das ist jetzt nicht so das Thema von diesem Video, sondern wir widmen uns heute einfach mal der DNA, der Reparatur und der praktisch Vervollkommnung, so gut wir das jetzt in diesem Moment können, damit wir also von unserem Erbgut her wieder den Anschluss bekommen zu dem Urzustand, zu dem idealen DNA-Strang, den wir damals ja hatten oder den wir damals bekamen, als unser Licht entstand. Vielleicht sage ich auch noch mal kurz da was dazu. Wir kommen ja aus dem Schöpfungsfeld der göttlichen Liebe. Und das ist unser erstes zentrales Universum. Und in diesem Universum gibt es ganz, ganz viele Engel und verschiedene Dimensionen der Energien. Und aus diesen Feldern wird also Energie entnommen und aus dieser Energie entsteht eine Grundmatrix, welche auch die DNA schon enthält. Und diese Grundmatrix wird dann von den Engeln, von den begleitenden Engeln, die also sich dafür gemeldet haben, um eine Seele entstehen zu lassen, wird die auf verschiedene Planeten gebracht. Und auf diesen Planeten werden Informationen, Wissen, Heilenergien übertragen, also speziell für die Aufgabe der Seele, des Menschen kann man noch nicht sagen, also des Wesens, was da entsteht. Und wie gesagt, gerade in dem Moment ist die DNA in ihrer vollen Kraft. Und in dieses Feld möchte ich mit euch eintauchen, um einfach uns die Informationen nochmal zu holen, die damals vorhanden waren. Jetzt ist ja unsere DNA im Laufe der Zeit beschädigt worden und auch nicht mehr vollständig. Und wir haben also die Möglichkeit, tatsächlich in diesem Channeling, in dieser Botschaft, die wundervollen Energien zurückzuholen. Das geschieht natürlich jetzt auch so, wie es für jeden Einzelnen möglich ist. Und es geschieht auf jeden Fall alles in der göttlichen Ordnung, in den Herkunftsfeldern von jedem Einzelnen persönlich. Also das heißt, jede Seele hat ja ein Herkunftsfeld,
was jetzt ganz persönlich für Sie nur ihr gehört oder ihr eigenes Herkunftsfeld ist. Das ist so ein kleiner Bereich im großen Universum und es ist ganz nah bei Gottes Liebe, bei Gottes vollkommener Liebe in den Smarana-Feldern. Und dorthin möchte ich euch jetzt gerne führen. Und ich freue mich so darauf. Es wird bestimmt ganz, ganz toll. Und ich weiß, das ist wieder mal ein riesengroßes Geschenk von der geistlichen Welt. Und es ist so sehr wichtig, dass das jetzt geschieht. Denn ihr wisst ja, wir sind im Umbruch, wir sind in der Übergangsphase und da ist es also wichtig, dass wir an uns arbeiten, dass wir alles tun, damit wir auf allen Ebenen heil sind und heil werden. Und also das ist die Botschaft, das Anliegen der geistlichen Welt für heute, für jetzt. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Freude bei der gechannelten Botschaft. Ich habe mir hier das Auraspray der Weißen Bruderschaft schon mal hergestellt. Das ist jetzt ganz neu und also ich habe schon ganz schön viel verbraucht, aber es ist einfach wichtig oder hilft mir noch mehr, mit der Weißen Bruderschaft in Kontakt zu sein und dann auch intensiver die Energien für euch übertragen zu können. Und es fängt also hier schon an, im Kopfbereich die Energien einzuströmen. Ich danke der geistigen Welt und ich danke euch. Ich danke euch, dass ich euer Medium sein darf. Und dafür das, was heute geschehen wird. Und ich bin bereit, die Botschaften zu empfangen. Und so rufe ich die Energie des Schutzes für uns alle und für jeden Einzelnen ganz persönlich. Fühle, wie die Kugel des Schutzes dich einhüllt und auch für mich diese Kugel des Schutzes mich bereits umgibt, sich in diesem Haus ausbreitet und auch in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deinen Räumen nun die Kugel des Schutzes ihren Platz einnimmt. Ja, ich fühle die Energie und ich fühle auch, dass es bei euch gerade jetzt geschieht, dass die Energie des Schutzes einfließt. Und so rufe ich die Seelenengel herbei. Denn die Seelenengel hatten dich schon damals begleitet. Die Seelenengel waren die ersten Engel, welche dir zugeteilt wurden, und sie kennen dich und deine Anlagen sehr genau. Ich öffne nun meinen Kanal und verbinde mich mit den Seelenengeln. Einströmt die Energie, die liebevolle Energie der Seelenengel, und es kommt zu jedem Einzelnen von euch, die Gruppe eurer persönlichen Seelenengel. Sie bilden einen Energiekreis um dich herum. Und sie summen bereits deinen Namen. Sie summen deinen ursprünglichen Herkunftsnamen und die Töne tragen die Melodie der Liebe. Und wenn es dir möglich ist, dann erlaube dir, dich diesen Energien hinzugeben und dich tragen zu lassen von dieser wundervollen, vollkommenen Liebe.
Die Energien von 999 werden übertragen. Und sie heben dich an. Und wenn du es erlaubst, wenn du es mit deiner inneren Stimme erlaubst, dann tragen dich die Seelenengel nun in dein Herkunftsfeld hinein. Dies geschieht mit einem einzigen Atemzug von dir und schon befindest du dich genau an der Stelle, wo damals deine Seele entstand, in deinem persönlichen Herkunftsfeld. Spüre Gottes Nähe. Spüre deine Seele, spüre die Reinheit, die Liebe und die Nähe Gottes. Dies ist dein ganz persönlicher Raum. Der Raum deiner Herkunft. Und nun öffnen die Seelenengel, deine Urmatrix und die Energien deiner idealen DNA-Struktur fließt zu dir. Lege deine Hände auf dein Herz, lege sie auf dein Herz und öffne dich, um das zu empfangen, was jetzt zu dir strömen darf. Ich lasse dir ein wenig Zeit, um die Energien aufzunehmen und Heilung zu empfangen. Die Heilung deiner DNA geschieht in der göttlichen Liebe und in der göttlichen Ordnung. Die Seelenengel besingen deine Seele. Und sie beschallen dich mit den Urtönen deiner idealen DNA-Konstruktion. Lasse dich beschenken, lasse dich beschenken. Denn dies sind göttliche Geschenke und dies ist ein heiliger Moment. Ein heiliger Moment der Liebe. Und so ist es geschehen. Die Geschenke wurden überbracht. Deine DNA wurde mit der ursprünglichen Information deiner Herkunft aufgeladen. Die Energien suchen sich in deinem System ihren Platz und werden dich fortan unterstützen. Die Engel der Seele, sie freuen sich
und sie umarmen dich voller Liebe, voller Zuversicht und sie tragen dich jetzt wieder zurück in deine Räume. Sie streicheln deine Seele und sie flüstern dir zu, alles ist gut, wir sind bei dir. So eine schöne Energie und extra für dich heute überbracht von den Seelenengeln. Es ist wirklich ein feierlicher Moment, also auch für mich total, total schön. Und ich habe euch ja gesehen, ich habe ja jeden einzelnen von euch gesehen und ich darf ja in die Herkunftsfelder hineinschauen und ich sah wirklich nur Schönes. Ich sah so viel Freude, so viel Heilung. Es ist gigantisch sozusagen, was heute geschehen durfte. Und jetzt bitte ich noch um Schutz für eure DNA. Ich bitte um Schutz, dass all das, was jetzt heute geschehen ist und geschützt bleibt und sich die Energien deiner Ur-DNA in Ruhe in dir regenerieren können, dass dieser Prozess der Heilwerdung in der göttlichen Ordnung geschieht und zu deinem allerhöchsten Wohle geschieht. Ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und ich danke den Seelenengeln der geistigen Welt und dem lieben Gott dafür, dass dies alles geschehen durfte und ich umarme euch ganz liebevoll. Schön, schön, dass ihr da seid und ich wünsche das Allerbeste und freue mich sehr auf das nächste Video mit euch zusammen. Bis dann, tschüss.